Ja, Ute, du hast die Hilfe angesprochen, die da ist. Und dass das eine allumfassende Hilfe ist. Das ist, es reflektiert sich vielleicht in dem Spruch von den AA-Meetings. Wenn es dir schlecht ist, komm zu, wenn es dir schlecht geht, komm zum Meeting. Wenn es dir gut geht, renn zum Meeting. Weil die Hilfe wirklich keine Lücke kennt und weil es auch keinen Moment gibt, wo wir nicht Hilfe bräuchten. Also, und ich denke, dass wir uns das auch neu zeigen lassen können, weil es nicht um Unwürdigkeit geht. Geht nicht darum, ich bin so unwürdig, ich brauche die ganze Zeit Hilfe, weil ich so ein armes Stückchen, so ein Häufchen Elend bin, sondern weil wir wirklich nichts verstehen und auch nichts sehen. Nicht wissen, wer wir sind. Ich weiß nicht, woher ich komme, ich weiß nicht, wohin ich gehe, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, was ich hier tue. Das ist einfach so. Und Jesus sagt, das ist halt einer der größten Lernschritte oder der am meisten Zeit dauern kann, dass ich in jeder Situation um seinen Willen bitte, weil ich selber keine Ahnung habe, was das ist. Und es geht mir aber darum, meinen Willen mit dem Willen Gottes zu vereinen, weil schon vorgegeben ist, dass es hier darum geht. Es liegt nicht an mir, festzulegen, was der Lehrplan sein soll. Das kann keiner von uns. Keiner von uns kann sagen, was der Lehrplan ist, sondern der ist drin. Der ist in unser Herz geschrieben. Der ist in jede Zelle geschrieben. Ist in jede Situation geschrieben, in jede Begegnung. Und ich kann sagen, ja, ich bin aber nicht Gefangener eines komischen Lehrplans, den ich nicht verstehe. Ich mache mein Ding. Aber irgendwann wird mir klar, und das ist natürlich jetzt, ich will nicht gegen das gehen, was sich sowieso schon die ganze Zeit zeigt, dass es in eine verlässliche, vorgeschriebene Richtung gegenwärtig geht. Und ich entweder mitmache oder nicht. Ich entweder mitmache oder später mitmache. Und sobald das irgendwie so ansatzweise im Moment dämmert, ne, wir treffen uns ja nur, damit es dämmern kann, muss ich sagen, okay, ich will da was, ich will im gegenwärtigen Moment in dieser Begegnung, möchte ich was. Ich kann meine ganzen Urteile sehen, ich kann sehen, das ist zu abstrakt, das erreicht mich nicht, ich mag nicht die Form, ich habe eigentlich auch Hunger, ich habe mich schon mal irgendwie. Ich habe schon mal mehr aus einer Session gekriegt, war schon mal energetischer, es war schon mal klarer, es war schon mal schicker. War schon mal mehr Leute da oder weniger Leute da. Aber irgendwann merke ich, warte mal, was mache ich denn da? Das ist ja nicht die Wirklichkeit, was ich da denke. Das ist die Abwehr gegen das, was gerade kommuniziert wird. Das ist die Abwehr gegen das, was mich gerade erreichen will. Und dann kann ich mich nicht dahinter verstecken und sagen, ist mir zu abstrakt oder ist mir zu, keine Ahnung, ist mir nicht authentisch genug oder irgendwas, sondern hey, das soll mich erreichen. So, was will ich denn noch? Ich höre es doch gerade, worum es geht. Okay, gut, hilf mir mit der Information, die mich gerade von außerhalb meines kleinen Denkens erreicht, in einer Sprache, die ich sehr wohl verstehe, in die Verbindung, in ein tatsächliches Lernen in meinem Geist einzutreten, in eine Art Lernen, die mich an meinen Konzepten vorbeiführt und in der ich mir selbst erlaube, dass mein Geist verwandelt werden kann. Dass ein tatsächlicher Geisteswandel geschieht. Und ihr seht ja, wie voll die Bücherregale von Selbsthilfe-Lektüre sind. Wie voll das Internet ist mit Podcasts und Erklärvideos und Livestreams zu einem Kurs im Wundern, Interpretation, was er jetzt eigentlich sagen will, wie man das macht. Soll ich in den Schmerz reingehen? Soll ich nicht reingehen? Soll ich mir den Hass angucken? Soll ich gleich erlöst sein? Ja und 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 alles ist es nicht und alles ist doch. So, herzlichen Glückwunsch. Also worum geht's?
Es geht um die Bereitwilligkeit für den echten Geisteswandel. Dass ich in mir erlaube, Jesus, und wandle meinen Geist. Ich habe es bis hier. Ich habe die Podcasts bis hier. Ich habe die Selbsthilfe-Ideen bis hier. Ich habe die Konzepte bis hier. Ich habe alles schon gehört. Vielleicht gibt es hier und da noch ein Buch mit einem krassen Konzept, was ich noch nicht gehört habe, was mich irgendwann mal überraschen wird. Aber eigentlich habe ich alles gehört. Als Konzept weiß ich alles. Und es ist nichts Neues da. Aber lass mich die Hilfe so hören, dass es zu einer Veränderung in mir führt, von der ich sagen kann, ja, danke, und jetzt folge ich dir wirklich. Es ist kein, ich folge dir nicht durch Raum und Zeit. Das mache ich seit 2000 Jahren und nirgendwo finde ich dich. Ich möchte dir in diesem und nur in diesem Moment folgen, weil du nur hier bist. Ich möchte dir folgen, indem du mich an meinen eigenen bedeutungslosen, wahnsinnigen Ideen vorbeiführst, die mir eine Welt zeigen, die mir Angst macht, mit der ich mir Angst mache und die Gott nicht erschaffen hat, die nicht mein Zuhause ist, die eine Sprache spricht, die ich nicht verstehe. My head speaks a language I don't understand. Ich bin in einer Sprache, von einer Sprache umgeben, die für mich keinen Sinn ergibt, und sage, hier ist mein Zuhause. Hilf mir, dass ich die wirkliche Sprache, dass mich die wirkliche Sprache nicht nur erreicht, denn sie erreicht mich, sondern dass ich lerne, sie zu hören und zu verstehen als transformativen Impuls, als transformatives Licht in mir, als erweckendes Licht. Ich wähle, mich von dir erwecken zu lassen, weil das andere ist mir einfach ein altes, labbriges Brötchen, das nicht schmeckt. Ich habe viele Jahre drauf rumgekaut und gesagt, besser als nichts. Aber jetzt höre ich dich ja. Und ich danke dir für die Gelegenheit, von dir zu lernen. Direkt von dir lernen zu können. So, das, was Jesus, das, was du hast, das will ich auch. Das, was du hast, das will ich auch. Und danke, Ute, es ist nicht die Frage, ob wir diesen Glauben haben oder ob diese Bereitwilligkeit da ist, sondern sie ist da. Ich will von jeder Idee loslassen, dass es jetzt vollständig sein muss und dass ich jetzt erleuchtet sein soll. Ich will auch hier von jeder Idee loslassen, dass es Zeit dauert, sondern möchte dir wirklich darin folgen, so wie du mich siehst in meiner Lernbereitwilligkeit. So wie du das für mich öffnen möchtest und mir die Gegenwärtigkeit seines Wortes, seiner Stimme, seiner Identität kommunizieren kannst. Wie auch immer sich das für mich reflektiert. Wow. Und ja, danke. Und ich möchte das nicht begrenzen auf die Idee, es muss eine Erfahrung sein für mich. So, ich möchte da nicht den Anspruch haben, dass es eine wie auch immer geartete Erfahrung sein sollte, denn ich gehe immer dann den Weg lang und sage, da ist ja die Erfahrung wieder, jetzt ist alles super. Sondern, hey, ich weiß, dass das Angebot größer ist als die Erfahrung, die ich identifizieren kann. Ich habe ein echtes Interesse, dass du echt bist in mir. Als Lernsituation, als Lerngelegenheit. Und ich danke für den Raum, wo ich lernen kann, dass ich durch dich, durch euch die Gelegenheit
bekomme, dieses Lernen wirklich zu erlauben in mir und dass es nicht im nächsten Moment angefochten wird durch eine bessere Idee oder ein anderes Konzept, sondern Raum ist für keinen Kommentar. Ich kenne alle Kommentare und ich weiß, es ist ein Kommentar für etwas, was nicht kommentiert werden kann. Und in dem Raum möchte ich diesen Moment mit dir verbringen. Einfach weil ich weiß, es ist eine Angelegenheit zwischen Leben und Tod. Und es gibt keinen neutralen Raum dazwischen. Entweder sterbe ich und töte durch meine Urteile und meine Sorgen und meine Angst- und Schuldideen, oder ich folge dir und sage, okay, dieser Kurs, diese Stimme ist eine Stimme der Freude und der Inspiration, der Erinnerung und des Erwachens, des Erwecktwerdens und ich lerne, dass dein Angebot in diesem Moment nur Sinn macht, wenn es unendlich ist. Ich lerne, dass es nur funktioniert, wenn es mir mit jedem Schritt, mit jeder Hinwendung, mit jeder kleinen Bereitwilligkeit von der Unendlichkeit des Seins spricht, von der Unendlichkeit des Lichts, auch wenn es nur vielleicht nur auftaucht wie eine Ahnung eines Funkens. Aber damit möchte ich gehen, weil ich genug Zeit damit verbracht habe, einfach in so einem etablierten Verständnis des Kurses und etablierten Verständnis des heiligen Augenblicks mich vielleicht auch auszuruhen. Und sagen, ach so, jetzt ist endlich mal irgendwie was gut. So, auf dieser Ebene ist so eigentlich alles Sutsche. Aber es war ein guter Anfang. Es gibt hier nichts, ich kann mich hier nicht wirklich ausruhen. Mein Verständnis ist immer zu klein für das, was er mir anbietet, was er jedem anbietet. Und ich möchte lernen, dass ich nicht von mir selber bin. Ich möchte lernen, dass ich mich nicht selbst erschaffen habe, dass du mich nicht gemacht hast, dass ich dich nicht gemacht habe. Und wenn wir in der gleichen Rangordnung der Schöpfung sind, nämlich er hat uns als den einen erschaffen, ich begegne mir selbst. Und meine wertgeschätzten Selbstbilder, verteidigt durch die Angst vor Gott, dürfen fallen und mein Bruder ist mir von Herzen willkommen, egal wie krass der Widerstand dagegen ist. Mein Bruder ist willkommen. Der Widerstand trifft nicht die Entscheidung. Das Gegenargument trifft nicht die Entscheidung. Ich treffe die Entscheidung, weil nur ich die Macht der Entscheidung habe. Nicht mal Gott entscheidet für mich, weil Gott nicht entscheidet. Nur ich kann entscheiden. Und wenn ich Hilfe dabei brauche, und ich brauche Hilfe. Heiliger Geist, entscheide du dich für mich, für Gott. Durch dich wird jeder Gedanke von Sünde und von Schuld und alle scheinbaren Wirkungen von Sünde und von Schuld in diesem Moment aufgehoben, weil es nur ein Irrtum war, den ich glaubte und den ich versuchte, in Stein zu meißeln. Das war mein Versuch, das in Stein zu meißeln. Und zu sagen, guck, tada, sterbe ich wohl? Ja, guck, ich sterbe. Hier ist mein Beweis. Ich bin der Beweis, Gott ist tot. Ich habe Gott überrumpelt. Und ich sehe es ja überall anders auch. Alles stirbt. Das Universum stirbt. Atome zerfallen. Licht zerfällt. In dem Universum, das wir glauben zu kennen, zerfällt Licht. Zerfällt nicht? Ja. Irgendwo muss ich ja auch. Das ist krass. Aber immerhin, Energie geht nicht verloren in dem Universum, was wir kennen. Ja, das stimmt.
Immerhin. Das ist ja schon mal was. Vielleicht lässt sich daraus was passen. Ja, dann lass mich mit der Energie verbinden, die nicht vergeht, die nicht verloren geht. Ja. Durch alle Zeiten, durch allen Raum. Es gibt eine Kraft und das ist so schön, dass wir versuchen, uns durch Parabeln, und wir nennen das ja jetzt Filme, daran zu erinnern, dass da was anderes ist. Es gibt ja diesen coolen Film Interstellar, wo eine neue Welt gesucht wird, weil diese hier im Arsch ist. Und das, was sich da wie Botschaften kommuniziert werden, ist durch Gravitation in dem Film. Und da wird gesagt, okay, Gravitation durchdringt Raum und Zeit. Du kannst durch Gravitation quasi, Gravitation ist sozusagen so ein Kommunikationskanal, um Raum und Zeit zu überbrücken. Und dann wird gesagt, ja, es gibt aber noch eine Kraft, die alle Zeit und allen Raum durchdringt, und das ist die Liebe. So, egal wo irgendwer zu sein glaubt, in welcher Zeit auch immer. Es geht dann um unterschiedliche Zeiten und schwarze Löcher, die Raumzeit verzehren, und eine Stunde auf einem Planeten mit einer dichten Masse sind irgendwie 10 Jahre irgendwo anders. Und es wird so das Konzept von Zeit so hinterfragt, und das, was bleibt denn wirklich, wenn Zeit und Raum so beliebig sind und auf einmal so beliebig und als unstar auf einmal aufgezeigt wird. Und es wird gezeigt, das, was bleibt, ist Liebe. Das, was bleibt, ist unsere Liebe füreinander. Das, was bleibt, ist der Bruder, dem ich die Hand halten möchte. Und das hier ist unser großes Experiment. Na, ich begegne mir hier in diesem Raum, mir selbst aus unterschiedlichsten Zeiten, aus unterschiedlichsten Welten. Deine Welt ist ganz anders als meine Welt. Deine Zeit ist ganz anders als meine Zeit. Und das ist vielleicht auch das Frustrierende, wenn wir versuchen, eine Unterhaltung miteinander zu führen. Aber wir sehen, unsere Zeiten und unsere Welten sind gar nicht kompatibel. So, wie soll hier bitte Kommunikation stattfinden? Und dann ist, was bleibt übrig, wenn all das zusammenkracht? Bleibt Depression übrig? Bleibt Bedeutungslosigkeit übrig? Bleibt der Tod übrig? Oder kann ich hier einfach noch einen Schritt weitergehen und sagen, jetzt will ich, ey, es ist mir jetzt egal, ich verliere einfach die Angst vor Gott. Es ist mir jetzt echt egal. Soll ich doch Angst haben? Wen interessiert's? Gott, ich will dich erfahren. Wieso sollte ich nicht meine eigene Identität erfahren? Wer sagt, ich darf das nicht oder ich kann das nicht? Wer sagt, es ist zu schwierig oder die Blockade ist zu groß? Wer sagt das? Ich kann den Kurs ja so lesen und denke so, oh, das ist das krasseste Hindernis, oha. Dann mal los. Losgeschaufelt. Losvergeben. Ärmel hochkrempeln. Wo habe ich noch Angst vor Gott? Fuck it. Ich will meinem Bruder begegnen. Ich will mir selbst begegnen. Wie wird der Schleier gelüftet? Mein Bruder und ich sind schon eins. Ich brauche nichts zu tun. Wie vergeht die Angst vor Gott? Wo ist die Angst? Wo ist die Angst vor Gott jetzt, wenn ich leugne, dass sie überhaupt irgendeine Macht hat? Und das ist der Ansatz, wo Jesus genau bei dir steht und sagt, okay, vielleicht bist du in der Panik, vielleicht schaust du auf Entsetzen, vielleicht ist es nur eine kleine Störung in deinem, oder scheint es auf als kleine Störung, es ist trotzdem intensive Rage, die dahinter steckt. Es ist die krasse Abwehr gegen das Licht. Aber leugne mit mir zusammen, dass die Angst irgendeine Macht hat, denn sie hat keine. Und du kannst ihr auch keine Macht geben. Es ist nicht in deiner Fähigkeit, Macht zu geben. Nur Gott gibt Macht. Ich habe Angst nie Macht gegeben. Sie existiert nicht und sie hat auch keine Macht. Und da möchte ich mir selbst die Hand halten.
und sagen, Gott, du bist willkommen. Liebe Gottes, du bist in mir willkommen. Ich bin dein Gastgeber. Ich bin nicht mehr die Geisel meines selbstkonstruierten Denksystems. In diesem Moment, ich plane nicht für später. Vertraue nicht deinen guten Absichten, sie sind nicht gut genug. Vertraue aber blind auf deine kleine Bereitwilligkeit, was auch immer sonst geschehen mag. Was auch immer das Argument für Angst und für noch nicht ist. Brauchst du auf nicht zu hören. Vertraue blind darauf, dass die kleine Bereitwilligkeit da ist, die das schon aufgehoben hat. Vertraue blind darauf, dass der Wettbewerb zwischen dir und deinem Bruder aufgehoben ist. Vertraue blind darauf. So wie sonst sollte ich mich sonst verschenken in einem Denksystem, was ständig von Unmöglichkeit spricht. Wie sonst sollte ich die Liebe entdecken, als die wir erschaffen wurden, wenn ich ständig von einer Verschwörung ausgehe. Wir beide wissen genau, dass wir unterschiedliche Absichten haben. Mal gucken, ob wir uns angreifen oder nicht. So laufe ich ja in dem Denksystem durch die Gegend. Und denke so, na, zum Glück ist ein bisschen Waffenstillstand. Zum Glück kann ich meinen Döner hier essen, ohne dass mir einer ans Bein pinkelt. Aber vielleicht macht es gleich einer. Wer weiß, ne? Kreuzberg, das ist alles möglich. Ja, danke. Danke, dass sowohl Kleinheit als auch Größenwahn magere Angebote sind. Und ich in keins dieser Angebote reinbeißen muss für diesen Moment, der ewig ist. Danke, dass mir in diesem Moment das Universum zurückerstattet wird, weil ich mir selbst begegne. Danke, dass es nichts in der Welt noch in meinem Geist gibt, was mich vom Universum trennen kann. Danke, dass nicht mal der wildeste Angriff auf mich selbst nichts ist. Halleluja. Ja. Für 4 Fäuste. Ja, nicht nur 4 Fäuste konnten mich abhalten, zum Halleluja zu kommen. Und das in dem Programm, in dem wir uns aufhalten, der himmlischen Beschleunigung, sieht es so aus, als bedürfte es einer Anstrengung und einer Bemühung. Und es ist, als wäre das so, wow, erstmal durch die ganzen Schichten von, wie krass ist das denn? Kann ich ja keinem erzählen. Glaube ich das überhaupt selbst? Okay, hinsetzen, meditieren, Geistestraining, volle Stunde, 5 Minuten jetzt, ausrichten. Und wenn wir uns jetzt hier begegnen, als uns selbst, merken wir, es bedarf überhaupt keiner Anstrengung zu sein, wer wir sind. Das fängt langsam an so durch. Ich muss ja nicht mal das Ego-Denksystem abwehren, damit ich Platz für die Wahrheit habe. Weil das Ego-Denksystem nichts ist. Die Wahrheit führt keinen Krieg gegen das Ego. Nur mein Selbst führt keinen, es stellt sich nicht mal entgegen dem Ego, um zu zeigen, dass es nichts ist. Und es ist einfach es selbst. Ich bin einfach ich selbst. Es findet kein Krieg statt, es findet kein Kampf statt, es gibt keinen Triumph. Sondern es ist einfach ein frohes Erinnern, es ist so. Amen. Es ist einfach Amen.
So ist es. Ich habe keinen Kommentar dazu. Danke für alle Runden, die wir durch Raum und Zeit gedreht haben, weil wir in diesem, auf Englisch gibt es den Begriff Multitude, in dieser Vielzahl, unfassbaren Vielzahl von Formen, einfach nur diesen einen Gedanken erforscht haben und gesehen haben, es war immer dieser eine Gedanke der Trennung, auf den wir überall gestoßen sind und können diese Lektion jetzt verallgemeinern lassen, vielleicht ein Stück weit mehr. Es war immer das gleiche Problem und dieses Problem war immer auf gleiche Art und Weise beantwortet. Es gibt keine Trennung. Es gibt keinen Konflikt. Es gibt keinen Kampf zwischen Brüdern. Ich glaube, eine Welt zu sehen, in der es einen Krieg zwischen Israel und Hamas gibt, Israel und Gaza, aber Gott hat diese Welt nicht erschaffen, somit ist es nicht wirklich. So beende ich den Krieg. Das ist, was Vernunft ist. Ich glaube, eine Welt zu sehen, in der mein Sohn leidet und nicht das kriegt, was er braucht. Aber Gott hat so eine Welt nicht erschaffen, somit ist es nicht wirklich. Es ist okay, diese Lektion genau so anzuwenden, wie Jesus Christus sie vorgibt? Oder muss ich da eine Anpassung machen, weil ich lebe ja noch hier? Muss ich sein Teaching verdrehen, damit es kompatibel für die Welt ist? Oder ist mir sein Teaching genauso gegeben, weil ich glaube, diese Welt zu sehen, weil ich glaube, hier zu leben? Dieser Kurs ist mir nicht für einen Zustand gegeben, der später kommt. Und er ist mir genau für den Zustand gegeben, in dem ich glaube zu sein. Ah ja, 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 wir sind keine Körper, aber ich bin schon ein Körper. Deswegen kann ich mich nicht lernen, ich bin kein Körper. Weil ich ja noch einer bin. Haha. Ich bin kein Körper. Ich bin frei.